Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei einem Achtung Lichtarbeit Podcast. Ich freue mich, dass ich wieder eine Gesprächspartnerin habe, die Lisa aus Hessen. Grüß dich erstmal, Lisa. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Ja, du bist ja jetzt seit etwa 3,5 Jahren im Glauben an Jesus Christus. Und bei dir war das ja auch nicht immer so. Naja, wie eigentlich bei allen meinen Gesprächspartnern. Darum geht es ja auch hier in diesem Kanal. Du hast also auch so deine Erfahrungen gemacht in der Spiritualität, Esoterik, Lichtarbeit. Und ja, ich frage ja eigentlich am Anfang gerne mal so, wie bist du denn überhaupt in diese ganze Materie reingerutscht? Ja, also es war bei mir ganz einfach. Ich bin einfach damit aufgewachsen. Also bei uns war das ganz normal. Schon über Generationen war das ganz alltäglicher Gebrauch. Und ich bin quasi dann über meine Mutter damit reingekommen. Ah ja, gut, was heißt jetzt Generationen? Also irgendwie schon die Uroma hat das gemacht oder wie? Oder? Ja, genau. Also nicht nur die Oma, sondern wirklich, das war völlig normal in der ganzen Familie einfach. Und meine Mutter hatte auch dann früh schon Interesse bei sich selbst in der Kindheit gezeigt und so hat sich das halt einfach fortgeführt. Ah, okay. Ja, davon liest man ja häufiger auch mal. Die Bibel berichtet ja auch davon, so dass sich sowas über Generationen, ja, wie soll ich sagen, vererben kann. Oder dass sich das heimsucht, auch in spätere Generationen. Ja, und was wurde da so in der Familie immer weitergegeben? Also ganz alltäglich waren bei uns generell so Geisterbeschwörungen oder ja, sowas wie Kartenlegen oder sowas wie so bestimmte Arten von hellseherischen Fähigkeiten, ob es das Pendeln ist, das Kartenlegen, sowas eben. Das war ganz normal. Okay, und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also deine Mutter hat das dann irgendwie gemacht und du warst dann dabei und hast da zugeguckt oder hast du das dann auch selber mitgemacht irgendwann? Also ich war nicht immer dabei. Ich weiß, dass sie das gemacht hat. Ich habe es auch ab und zu mal mitbekommen und habe es dann auch selber irgendwann mal ausprobiert, ne? Aber ich weiß, dass sie das eben viel unter Freunden und Familien und Bekannten gemacht hat, weil das eben auch funktioniert hat. Also das war nicht einfach aus Jux und Dollerei als Zeitvertreib, sondern es war auch wirklich immer so, wie sie es gesagt hat, ist es dann eingetroffen. Und das war natürlich faszinierend für die außenstehenden Leute, die davon jetzt noch nichts wussten. Ah, okay, also würdest du heute so im Nachhinein sagen, das war vielleicht so eine Art, ja, Köder, Lockmittel, es hat irgendwo funktioniert und dadurch ist man aber auch immer irgendwie süchtiger geworden danach? Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich schön, wenn man weiß, was in Zukunft passiert oder ne, es gibt ja, du kannst ja alles erfragen, ob es das Finanzielle angeht oder Liebesbeziehungen und dann, ja, konnte man sich ja dementsprechend dann immer gut vorbereiten, ne, was das Leben angeht. Ja, du hast so erwähnt Geisterbeschwörungen. Also dann habt ihr irgendwie da einen Geist beschworen, Ouija-Board oder per Gläserrücken oder so und habt da Fragen gestellt, oder wie? Ja, genau, also an so ein bekanntes Ouija-Board, wie man das jetzt immer so in Horrorfilmen sieht oder so, da kann ich mich jetzt nicht genau dran erinnern, aber ich weiß, dass es bei uns so ablief. Ja, ist da jetzt was hier, dann klopf doch dreimal oder, also man hat dann halt quasi gesagt, tu doch mal dies oder das und dann ist das eingetroffen. Irgendwas ist umgekippt oder irgendwas hat geklopft oder sowas in der Art. Ja, das kenne ich. Ich habe früher, da war ich noch nicht mal in der Lichtarbeit, in meiner Schülerzeit Gläserrücken mitgemacht. Und da erinnere ich mich bis heute daran. Da wurde dann mal gesagt, das soll jetzt mal an der Tür klingeln. Das war mitten in der Nacht, ja. Soll es mal an der Haustür klingeln, wenn da jemand wirklich ist? Da hat es wirklich geklingelt. Also, ja, da denkt man sich dann schon, oh Mann. ja, so bist du also schon ziemlich früh in Berührung mit dem Okkultismus gekommen. Aber du hast so erzählt, so Geisterbeschwörungen. Also meine Erfahrung ist ja so mit auch vielen Gesprächspartnern, dass das aber auch jetzt nicht so ohne Auswirkungen ist. Also ich höre immer wieder, ja, dass das dann nicht mal bei Kurzklopfen so als kleine Bestätigung geblieben ist, sondern dass dann so richtig gehende, ja, so Spukphänomene so richtig angefangen haben. Auf Dauer, meine ich jetzt so. War das bei euch auch so? Ja, klar, genau. Also am Anfang ist es ein kleiner Spaß und ach, schön, da hat es wirklich geklopft und
irgendwie freut man sich ja auch, weil man denkt dann, oh, ich bin was Besonderes, die Geisterwelt öffnet sich mir oder so. Und mit der Zeit wird es eben auch immer beängstigender, ne? Also es ist nicht so, dass du dann die ganze Zeit merkst, die spielen mit dir und du hast Spaß mit denen, sondern irgendwann fängt es auch an, dass sie dir gruselig werden. Ja. Erinnerst du dich da noch daran? Hast du das vielleicht auch am Anfang so gedacht, dass du oder ihr diese Geister im Griff habt, bis du dann irgendwann feststellen musst, es ist eigentlich genau andersrum, sie haben dich bzw. euch im Griff? Ja, definitiv. Also wie gesagt, das fängt an mit einem Klopfen und das findet man dann ganz witzig, aber irgendwann, wenn es dann anfängt, dass ungefragt jemand quasi durch die Wohnung läuft oder man sieht Dinge, die man nicht sehen möchte oder es tatsächlich sogar zu Berührung kommt, dann ist der Spaß auf jeden Fall vorbei. Und wenn man dann merkt, okay, man möchte es nicht, es geht aber nicht weg, dann wird es ganz schlimm, ne? Also so meinst du so getreu dem Motto, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los? Ganz genau, ja. Und ich meine, wie war das dann? Spätestens dann müsstest du ja irgendwo auch ja gemerkt haben, dass das keine gute Sache ist. Also, aber trotzdem hast du es wahrscheinlich trotzdem erstmal weitergemacht. Das höre ich also auch komischerweise. Bei mir auch, ja. Na gut, ich habe jetzt nicht solche Dinge gemacht, aber mir ging es auch immer schlechter mit der Lichtarbeit. Aber aufgehört habe ich trotzdem nicht damit. Eigentlich komisch, ne? War das bei dir auch so? Ja, auf jeden Fall. Ja, also diese Abzweigungen sind ja auch so vielfältig, dass man dann denkt, ach ja, vielleicht muss ich nur noch ein bisschen mehr das machen oder noch ein bisschen mehr das und dann wird das schon und man rutscht eigentlich immer tiefer rein und dann irgendwann sitzt man so fest, dass man das Gefühl hat, okay, es gibt wirklich kein Zurück mehr und ich muss jetzt damit leben. Ja, das höre ich also auch oft, dass man denkt, okay, dann habe ich vielleicht irgendwo noch irgendwas nicht richtig gemacht, nicht richtig gedacht oder nicht das richtige Ritual gemacht, oder dergleichen. Und dann versucht man es mit irgendwelchen anderen Methoden, und ja, so zieht sich die Schlinge immer fester, kann man das so sagen? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes der Teufelskreis, ne? Hm. Ja. Und ich meine, du hast das ja jetzt zusammen mit deiner Mutter gemacht. Hat die nicht auch irgendwie, sagen wir mal, das gemerkt? Und ich meine, ich denke mal, die Phänomene hat sie ja auch mitgekriegt, habt ihr ja gemeinsam mitgekriegt und wollte sie da nicht irgendwie, dass ihr da rauskommt, weil ich meine, bist ja immerhin ihr Kind, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Aber also. Bei ihr war es, denke ich mal, genauso wie ich das wahrgenommen habe, dass sie einfach gedacht hat, es gibt ja zum Beispiel in der Esoterik die Ansicht der weißen und der schwarzen Magie, dass das alles eins ist, das denkt man ja in dem Moment nicht. Und wenn man dann davon ausgeht, ich muss noch ein bisschen mehr meditieren, ich muss noch ein bisschen mehr zu mir selbst finden und so, dass man hat ja gar nicht den Ausweg Jesus vor Augen, das weiß man gar nicht, weil einmal auch immer wieder gesagt wird, die Bibel ist verfälscht und das stimmt alles nicht. Und das kommt ja gar nicht erst, das wird ja gar nicht erst in Erwägung gezogen. Ja, das stimmt, ja. Ja, und dann versucht man es halt immer mehr. Ja, ich kenne so Beispiele, dass dann, ja, da hat man eben die Wohnung ausgeräuchert und ist dann zu solchen Ritualen übergegangen oder hat Affirmationen gesprochen. Kommt dir sowas auch bekannt vor? Ja, auf jeden Fall, ja. Und das sind ja dann auch die Momente, wo man denkt, ach, jetzt sind alle schlechten Energien raus und ne, jetzt wird's besser. Und genau, ja, das kenne ich auch alles. Rausräumen war ganz normal in der ganzen Wohnung, in jeder Ecke, auch man sich selber ausräuchern und mit Energiesprays alles vollsprühen und sowas, genau. Ja, genau. Also eigentlich den Teufel mit dem Belzebub austreiben. So ist das manchmal. Weil das natürlich letztendlich ja auch magische Rituale sind, mit denen man eigentlich nur noch tiefer reinrasselt, ne? Genau, ja. Ja. Und ja, warst du da auch so, oder ihr, oder ich frage einfach mal dich, warst du auch auf so einem Trip, dass du dann, hast du dich auch irgendwie so als göttlich verstanden, dass du auch dachtest, das steht dir zu, dass du irgendwie so alles selber manifestieren kannst? Ja, auf jeden Fall, ne? Man denkt, man hat quasi, weil man ja eben diesen Zugang zur Geisterwelt hat, dass man was Besonderes ist und dementsprechend auch die Gewalten irgendwie führen kann, ja. Also wenn man sich jetzt nur ganz doll was wünscht, dass die einem das dann irgendwie so lenken,
nur weil ich das jetzt so haben möchte, was ja totaler Irrsinn ist eigentlich, weil, ne, aber ja, auf jeden Fall, also das ist schon so, muss ich sagen. Was hast du da so gemacht? Also ich kenne so The Secret beispielsweise oder andere Techniken oder Methoden. Also, was wir jetzt so praktiziert haben, waren ganz viele Manifestationen an sich, dass man zum Beispiel, das ist eigentlich wie so ein Gebet, ja. Man sagt sich immer wieder, dass Dinge, angenommen, ich wünsche mir eine grüne Hose, ist nur ein Beispiel. Und dann sage ich mir immer wieder, ich werde diese grüne Hose haben, als ob es schon passiert ist. Und irgendwann ist es so, dass dir plötzlich irgendeine Freundin aus dem Nichts eine grüne Hose schenkt. Und das passierte immer und immer wieder. Und das konnte man machen, womit man wollte. Also das ist wirklich schon so, dass man sein Leben lenken konnte, wie man das wollte. Ja, da gibt es auch diese Wünsche ans Universum zum Beispiel, da Genau. funktioniert auch so ähnlich, dass man da quasi seinen Wunschzettel ans Universum schickt. Ja, das ist auch eine deutliche Warnung. Also es ist nicht so, dass diese ganzen Methoden immer irgendwie alle nicht funktionieren oder höchstens mal zufällig. Da stecken schon Mächte dahinter, die einem auch gerne mal den Gefallen tun, dass sich Dinge auch wirklich dann ereignen. Und ja, wie du ja schon gesagt hast, das ist letztendlich eben ein Köder, um einen immer tiefer in die Materie reinzureißen. Und da tut der Teufel einem sozusagen manchmal den Gefallen, ne? Kann man so sagen, oder? Ja, genau. Und ja, diese ganzen Phänomene, also du hast es vorhin gesagt, da gab es auch mal richtige Berührungen. Also du meinst so, da hat sich irgendein dämonisches Wesen irgendwie gezeigt oder sogar richtig ein physisch berührt, oder wie? Ja, also gezeigt, muss man so beschreiben, wie es ist jetzt nicht wirklich so, als ob hier eine reale Person durchs Zimmer läuft, sondern es ist eher so, man erkennt, einfach, man spürt, da ist eine Anwesenheit. Man merkt, der Raum wird kalt. Man merkt plötzlich, dass ganz oft ist es so, dass die Elektronik anfängt zu spinnen. Ja, also wir hatten total oft, dass mitten in der Nacht auf voller Lautstärke der Fernseher angegangen ist oder Lichter an und aus und Glühbirnen zerplatzt und sowas alles. Und dass man einfach ja immer so Erscheinungen sieht einfach. Also man, ja, es ist einfach so. Man sieht gewisse Dinge und es ist sehr unheimlich, wenn diese Dinge dann auch noch anfangen, einem zu berühren quasi. Ja, das ist zwar, Absolut. ja, man kann das fast nicht glauben, aber das ist, wenn man das selbst erlebt hat, wirklich so furchteinflößend. Ja, man hat es da eben nicht mit guten Kräften zu tun. In einem anderen Podcast hatte eine Gesprächspartnerin gesagt, sie hatte das Gefühl, dass nachts sich so jemand auf sie drauflegt. Eine andere hat berichtet, dass ihr ins Ohr geflüstert wurde. Ja, von so einer Wesenheit, das sind alles Anzeichen von okkulter Anwesenheit. Ich nutze vielleicht die Gelegenheit einfach mal, falls jemand zuhört, der sich da vielleicht wiederfindet, so ein paar Nebenwirkungen nenne ich jetzt mal aufzulisten. Vielleicht erkennt sich da jemand wieder und dann weißt du, dass du auch mitten im Okkultismus drinsteckst, so wie das bei Lisa der Fall war. Eines hat Lisa ja schon gesagt, spüren von düsteren Anwesenheiten, dass da irgendeine Präsenz ist, spüren von Energien, das gibt es. Kälteschauer, ja, obwohl es eigentlich warm ist, hat Lisa auch gesagt. Es wird plötzlich kalt mitten im Sommer. Kältegefühle sind auch so ein Zeichen. Oder technische Geräte, hat Lisa auch angesprochen. Der Fernseher geht plötzlich an oder aus. Glühbirnen platzen, poltern, klopfen oder Stimmen hören. Auch so ein Verfolgungswahn. Hattest du das eigentlich auch? Also so, ich meine jetzt nicht vielleicht Verfolgungswahn, aber dass du überall so ein Zeichen gesehen hast. Ja, also wenn irgendwelche Zahlen gesehen hast oder die Uhr hat 17:17 Uhr angezeigt, hat dich das sowas auch beeinflusst? Ja, definitiv. Das war täglich Brot. Also ständig überall, das mit diesen Zahlen und diesen Uhrzeiten. Oder man kennt es ja auch, man sieht irgendwo eine Feder und dann ist es gleich der Engel, der da gewesen ist und sowas. Und man wird eigentlich überhäuft mit solchen Zeichen. Ja. Ja, also wenn du sowas auch hast, irgendwo auf jedem Nummernschild ist irgendwie eine Botschaft für dich, das Kennzeichen oder wie die Vögel am Himmel fliegen, das ist für dich irgendeine Botschaft oder manche denken auch im Fernsehen kommt gerade in der Sendung, die da läuft, eine persönliche Botschaft für einen.
dann kannst du davon ausgehen, dass du auch gerade in diesem Dunstkreis des Okkulten bist und dann ist höchste Alarmstufe angesagt. Dann wende dich bitte auch an Jesus Christus. Wir kommen da auch ja gleich noch drauf, Lisa, wie du das gemacht hast. Ich wollte nur kurz noch diese, sage ich mal, Begleiterscheinungen vervollständigen. Also vieles haben wir ja auch schon genannt. Panikattacken können dazu gehören, Schlafparalyse oder Süchte entwickeln sich. Also auch Süchte so zum Kartenlegen, ja. Kennst du das auch? Also du musst es immer wieder tun. Also irgendwo ist das richtig eine Abhängigkeit, wie von der Droge. Genau, ja, also ich kenne das auch. Bei mir haben sich dann auch irgendwann eine Angststörung entwickelt, Panikattacken, nächtliche Ängste. Und bei mir war eine Sucht nach einer ganz bestimmten Meditation. Und zwar ist das so eine Art Erzengelanbetung. Und ohne die konnte ich fast nicht mehr einschlafen. Also es ging nicht. Und ich wusste, auch nur die hat mir geholfen, wenn ich wieder so eine Panikattacke hatte, die sich ja fast täglich schon bei mir eingestellt hatten. Und ja, also ich wusste, wenn ich das nicht habe, dann bin ich auch nervös gewesen, ne? Ah, okay, also so meinst du, wie andere vielleicht ihren Glücksstein mit sich führen? Oder ich hatte mal eine Freundin, die hat immer ein Bild von Bruno Gröning mitgeführt oder andere irgendein ein Symbol oder so. Hattest du jetzt eine Meditation von einem angeblichen Erzengel, nehme ich mal an, ja? Ja, genau, ja, Erzengel Michael war das damals. Und ja, also ich konnte die auswendig perfekt. Ich hätte mir die auch selber durch den Kopf vorlesen können quasi. Aber das war wirklich das Einzige, was mich beruhigt hat in diesem Moment. Mir hätte nichts anderes helfen können, vermeintlich, so wie ich es jetzt besser weiß, ne? Ja, und wie kann man sich das vorstellen? Unterwegs hattest du dann das irgendwie als Tondatei MP3 oder so auf dem Handy immer mit? Ja, genau, das Handy hat man ja eigentlich immer dabei und das habe ich immer drauf gehabt. Und ich kann mich sogar noch an eine Situation erinnern, da hatte mal jemand mein Handy in der Hand und ich wollte diese Datei weitergeben an jemanden, weil sie ja mir immer so super geholfen hat. Und dann wurde aus Versehen diese Datei gelöscht und in mir brach so eine Panik aus, weil ich wusste, ich habe mich so schutzlos gefühlt. Mir wurde das Einzige, woran ich mich klammern konnte, weggenommen und das war eine Katastrophe. Und ja, kann ich mir vorstellen. Dann hast du es irgendwie wieder restauriert oder so. Oder Ja, wieder. klar. So schnell es ging, wieder drauf gemacht, ja. Ja, so zeigen sich diese Süchte. Ich meine, so kann man eben rein. Also du hattest ja eigentlich gar kein so ein richtiges Motiv, ne? Du hast es ja eigentlich vorgelernt bekommen, also vorgeführt bekommen durch die Mutter. Ansonsten. Die meisten haben ja irgendwie so ein Motiv, wie sie da reingeraten, also zum Beispiel Heilung, ja, Selbstfindung. Aber eigentlich bei dir war es ja eigentlich so, bist so reingewachsen, ne? Oder hattest du auch irgendwo, sagen wir mal, ein Motiv, dass du jetzt vielleicht aufsteigen willst? War das auch sowas für dich, dass du dich vervollkommnen willst, vielleicht in eine höhere Dimension oder dergleichen? Also das sind natürlich so Geschichten, die immer wieder erzählt wurden. Ne? Wir warten auf die 5D und das goldene Zeitalter steht bevor und sowas. Und natürlich glaubt man dann ja auch daran irgendwann, wenn einem das immer wieder erzählt wird und wenn man sieht, wie schlecht es einem hier geht und wenn man sich nur wünscht, dass es endlich besser wird. Aber ich finde, das ist gerade das Tückische bei der okkulten Szene, dass man. Das greift ja eigentlich bei jedem irgendwo. Der eine, wie du gerade sagtest, der eine sehnt sich nach Heilung, der andere möchte finanziell vorankommen, der nächste wünscht sich einen Partner fürs Leben. Und irgendwo kann das überall bei jedem greifen. Und tatsächlich ist das ja auch so alltäglich geworden. Also ich kann jetzt nur für mich und meine Mama reden. Also bis auf Yoga haben wir eigentlich alles durch. Und das meiste davon findest du auch. Also überall wird dir das angeboten in der Welt. Ja, also diese Mächte wissen schon, welche Knöpfe und welche Schalter sie da drücken müssen, und um einen anzuziehen, das sind natürlich Bedürfnisse, die wir eigentlich haben. Ja, Heilung, das möchte natürlich jeder gerne. Eine harmonische Beziehung, wer sehnt sich nicht danach und so weiter. Geld, Genau. sowieso Macht und ja, all diese Dinge werden ja dort versprochen. Da werden ja die dollsten Dinge versprochen. Auch jemand, der jetzt austherapiert ist, der fällt natürlich gerne mal auf jemanden herein, der sein Geistheiler ist, zum Beispiel. Ja. Und dann
schnappt die Falle zu. Wenn auch natürlich, es kann durchaus Effekte geben. Hast du ja auch gesagt, zum Beispiel mit dem Kartenlegen, dass das alles gestimmt hat, was zum Beispiel da die Karten gesagt haben. Und ja, und so gerät man immer tiefer rein. Habt ihr das dann auch oder du, sagen wir mal so, ja, als eine Art Business gemacht oder mehr so, dass ihr Freunden jetzt die Karten gelegt habt und denen so ihr Schicksal gesagt habt? Ja, also wir waren jetzt nicht so wie bestimmte Online-Seiten, die da Geld für. Also das war so ein Ding unter Freunden, ne? Das war jetzt nicht groß angelegt, damit Geld zu verdienen oder so. Darum ging es nicht. Es war halt, ja, man fühlt sich natürlich besonders. Man hat die Anerkennung von anderen Leuten und man fühlt sich wie so ein Medium, was mit den Geistern spielt und so. Und natürlich ist es sehr tückisch, wenn man merkt, dass diese Dinge funktionieren. Das ist ja der Irrglaube oft, dass das alles nicht funktioniert. Aber das ist es ja gerade. Zu Anfang erfährt man Reichtum, Macht, vielleicht auch Heilung. Aber je weiter man da reingeht und je tiefer es geht, desto mehr kriegt man seine Rechnung wieder. Und es kommt alles doppelt und dreifach zurück. Und was für ein Gottesbild hattest du? Ich meine, klar, also irgendwo hat man sich auch selber ja als göttlich gesehen, aber hattest du auch irgendwie so ein Gottesbild, dass das irgendeine Quelle ist oder eine Energie oder hat dich das weniger beschäftigt? Also bei uns ich nenne es mal Lehre. Ja, bei uns wurde es so erzählt, dass es, dass wir alle sind Gott. Wir alle sind Gott und das passiert alles nur, um Erfahrungen zu sammeln. Sei es das Opfer, was geschlagen wird, das ist auch eine gute Sache, weil es ist auch eine Erfahrung, die gemacht werden muss. Oder also wir sind alle eins. So. Ja, das höre ich also oft. Das ähnlich dachte ich ja auch früher. Das ist das, wo es immer so zynisch wird, dass auch diejenigen, die leiden, sich das ja so ausgesucht haben. Genau. Vorher mit ihrer Seelenfamilie vielleicht, ihrer spirituellen oder ihrem Team, Spiritual Guides und das hätte man alles so geplant, um Erfahrung zu sammeln. Aber wenn man dann, wenn man das so weiterdenkt, ne, zum Beispiel jetzt Kindesmissbrauch und so, dass sich dass da sowohl das Opfer sich das so ausgesucht hat, aber auch der Täter, ja. Wer will denn mal so eine Erfahrung machen, ein Kind zu missbrauchen? Das ist so absurd. An der Stelle wird es so absurd. Und da müsste man eigentlich langsam erkennen, dass das nicht stimmen kann. Niemand hat sich sowas vorher ausgesucht. Also wir sind, sonst wären wir alle hier eigentlich ein Riesenverein von Sadisten. Sadisten und Masochisten, muss man eigentlich sagen. Ja, und so kann man diese Lüge eigentlich auch ganz gut entlarven. Das ist so absurd, ja, was welche Theorien es da gibt. Aber habe ich früher natürlich auch gedacht, ja. Wir haben uns das alles ausgesucht. Hier mal ein kleines spannendes Abenteuer. Und das Ergebnis sieht man ja hier, dass das wohl kaum irgendwie Ziele von hochstehenden spirituellen Wesen sein können. Ja. Aber man lügt sich da selbst in die Tasche, ne? Kennst du das auch? Ja, ganz genau, auf jeden Fall. Und ja, eben, man versucht immer wieder eine neue Begründung zu finden, warum passiert jetzt so viel Schlechtes auf der Welt? Ach, das muss alles so sein. Aber wenn man dann wirklich irgendwann zu Jesus gefunden hat und versteht, was Sünde ist und wie der Sündenfall zustande gekommen ist, dann macht plötzlich alles Sinn. Ein Puzzleteil fügt sich dem nächsten und man merkt, dass man vorher wirklich so verblendet war, das gibt's gar nicht. Ja, spannen wir ruhig mal den Bogen jetzt hin zu Jesus. Du bist ja heute, Gott sei Dank, raus aus diesem ganzen Bereich. Glaubst an Jesus Christus, gehst auch in eine Gemeinde und liest im Wort Gottes. Aber wie kam es denn dann da dazu? Das würde mich ja mal interessieren, wie dann auch diese Geschichte mit deiner Mutter, ja, wie hat sich das denn dann aufgelöst am Ende? Ja, Gott sei Dank, muss man sagen, haben wir es beide geschafft. Also meine Mama ist ja auch zum Glauben gefunden und ich bin durch sie zu Jesus geführt worden. Also ich musste ein bisschen ausholen. Meine Mama, wie gesagt, war schon immer im Okkultismus drin, ist auch schwer krank gewesen und die Krankheit ist immer schlimmer geworden. Und unterwegs auf spirituellen Reisen, auf der Suche nach Heilung und was auch immer, ist es dann irgendwann so schlimm geworden, dass sie gemerkt hat, ich finde diese Heilung dort nicht. Ich kann so weit suchen, wie ich möchte. Ich finde nicht das, was ich brauche. Es erfüllt mich nicht.
Und bei meiner Mama war es was ganz Besonderes, weil bei ihr, oftmals ist es ja so, man wird bekehrt dadurch, dass jemand von Jesus hört in einer Predigt oder man hat Gespräche mit wahren Christen oder sowas. Genau. Aber bei ihr war es wirklich eine ganz persönliche, verborgene Sache. Also ich erzähle das aus ihren Erzählungen. Sie sagte immer zu mir, weil ich war nicht dabei, sie sagte zu mir, sie wusste plötzlich in einem Moment, sie war wirklich gedemütigt worden von Gott. Sie war krank und tiefer ging es nicht mehr. Und es hat in ihrem Herzen gebrannt. Sie wusste, sie hat eine Schuld in sich und die kann ihr nur Jesus nehmen. Dann ist sie auf ihre Knie gefallen. Also es ist so, als ob ihr die Beine weggebrochen wären. Ja, sie hat es nicht. Es ist einfach passiert. Und dann hat sie geweint und hat quasi in dem Moment ihr Leben übergeben. Und danach gab es auch einen ganz abrupten Bruch mit dem Okkulten. Jetzt plötzlich, wie ich vorhin sagte, es ist ihr wie Schuppen von den Augen gefallen. Und sie musste dann auch alles entsorgen, all diese ganze okkulte Lektüre. Man hat ja da auch tonnenweise Bücher angesammelt und Krams und alles. Und Ja. ja, irgendwann recht schnell danach erzählte sie auch mir davon. Sie hatte zwar Angst, dass ich sie jetzt für völlig wahnsinnig halte, aber sie wusste, es hat sie so genötigt, sie musste mir davon erzählen. Sie konnte sich nicht zurückhalten. Und ich habe das dann erstmal aufgenommen und habe gedacht, ja, okay, sie wird ihren Grund haben, warum sie mir das sagt. Ja, also ich habe sie nicht für wahnsinnig gehalten. Ne, es war für mich halt erstmal krass, weil es war immer normal, an diese ganzen Dinge zu glauben. Und jetzt plötzlich an einem Tag sagt sie mir, das war alles falsch und wir haben alles falsch gemacht. Und ja, und so nahm das dann seinen Lauf, dass ich das dann auch irgendwann angenommen habe. Ja, Gott sei Dank. Also das ist wirklich bemerkenswert, weil gerade diese Art und Weise der Bekehrung, sowas kenne ich eigentlich viel von Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Die berichten ja oft, dass da, die hatten jetzt keinen anderen Christen, der ihnen das Evangelium gesagt hat, oder hat noch keine Bibel. Und die berichten auch oft, dass Jesus ihnen zum Beispiel im Traum erschienen sei oder sie hatten noch eine andere Erscheinung von Jesus und so haben sie überhaupt von ihm erfahren. Weil ja auch viele fragen, was ist denn jetzt mit Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben und so. Die kann Gott auch erreichen. Aber dass jetzt gerade so jemand, deine Mutter, ich nehme an, ja, und wahrscheinlich auch hier in Deutschland, hat schon oft von Jesus gehört, dann auch durch so eine Erscheinung, ja nicht, aber durch diesen Eindruck, glaube ich, war es ja mehr so, ne, den sie dann da bekommen hat oder so, diese von Gott so zum Glauben gekommen ist, also quasi ohne jemand, der ihr da die Botschaft gesagt hat. Das ist bemerkenswert, ja. Also man sieht, Gott hat alle Möglichkeiten. Er erreicht Menschen da, wo sie sind. Egal, ob sie jetzt in einem islamischen Land sind, in anderen Kulturkreisen, ob sie von Jesus schon mal jemals gehört haben oder nicht. Gott kennt da keine Grenzen, weil das Argument höre ich ganz, ganz oft. Was ist denn mit den Menschen? Haben wir da hier nicht einen Vorteil gegenüber denen? Nein. Also dann hätte Gott aber wenig Macht, wenn er nicht jeden Menschen auch wirklich erreichen könnte. Und deine Mutter ist auch wieder so ein schöner Beweis, dass Gott da eben keine Grenzen kennt und sie so zum Glauben gekommen ist. Ja, und du dann ja in der Folge auch, Gott sei Dank. Das ist wirklich ein großes Wunder. Ja, Ja. und wie ging es dann weiter? Also ich meine, ihr wart ja ziemlich heftig drin. Also ich habe jetzt so rausgehört, dann auch irgendwie erstmal die ganzen Sachen entsorgt. Wie kannst du das beschreiben? Das war ja irgendwie, wie soll ich sagen, das alte Weltbild ist ja komplett in sich zusammengestürzt. Ja, auf jeden Fall. Also, es hat sie angeekelt. Sie musste alles rausschmeißen. Sie konnte das nicht mehr bei sich zu Hause stehen lassen. Für mich war das natürlich, ich habe mich gewundert. Ich habe erst gedacht, was, dann gib mir das alles, weil das ist ja auch alles sehr teuer gewesen, ne? Dass man denkt sich, ja, kann man das nicht wenigstens noch verkaufen oder so? Aber meine Mutter hat gesagt, nein, das muss alles weg, das darf nicht noch mal in irgendwelche Hände kommen, das darf man nicht weitergeben, sowas, das muss in die Tonne und teilweise auch verbrannt worden Sachen, ne? Also dass sich das nicht auch jemand noch mal aus dem Mülleimer rausfischt oder so. Ja, Ja. es musste alles weg. Ja, das sind immer so Zeichen einer echten Bekehrung, dass man wirklich dann konsequent diese Entscheidungen trifft, keine halben Sachen zu machen mit Gott. Und ja, und bei dir, also
Kannst du das noch mal ein bisschen näher beschreiben? Also deine Mutter hat dir ja davon erzählt. Am Anfang hast du jetzt irgendwie hast du das jetzt nicht so richtig verstehen können, aber dann doch. Und wie kam das denn jetzt noch? Also hat sie dir das Evangelium so richtig weitergesagt oder wie kam es dazu, dass du das verstanden hast, dass du wirklich Jesus brauchst? Genau, ja, also wie gesagt, bei uns war vorher immer, hieß es immer, die Bibel ist verfälscht und das stimmt alles nicht. Und ne, und dann war das für mich natürlich ein krasser Umbruch. Ich musste erstmal irgendwie damit umgehen und habe sie erstmal überhäuft mit Fragen. Und sie hatte da wirklich die Ruhe weg. Sie hatte mir versucht, jede Frage so gut sie konnte zu erklären. Sie war ja selber frisch im Glauben. Sie war ja selber ganz frisch darin, hat aber sich wirklich genauso, wie sie sich vorher in den Okkultismus reingeschmissen hat, jetzt quasi nochmal 300% wollte sie das alles aufarbeiten und hat sich so in die Bibel reingeschmissen. Also sie wusste sofort, sie braucht auf jeden Fall eine Bibel und hat gelesen und gelesen und Predigten gehört. Und ja, so konnte sie mich dann auch daran führen und mir meine Fragen dann erklären, auch wenn sie vielleicht nicht auf alle Fragen eine Antwort hatte. Aber in mir hat das dann natürlich auch gearbeitet. Und mich hat das natürlich sehr bewegt, dass ich sehe, wie ernst sie das meint. Ne? Es war ja jetzt nicht so, ach ja, wenn du Bock hast, dann mach das mal, sondern es war ihr wirklich wichtig. Ich habe es gesehen und dadurch habe ich das Gefühl gehabt, okay, ich muss mich damit beschäftigen, weil da muss was dran sein. Ja. Und genau, ja, ich habe dann schon, es fing dann an, dass ich mir dachte, okay, ja, das kann man, das ist irgendwie alles plausibel, das kann man irgendwie annehmen. Aber so der richtige Durchbruch, den hatte ich halt noch nicht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keine Bibel. Und dann irgendwann ist dann, hat mich das dann, als ich immer mehr in diesen Gedanken gekommen bin, immer mehr damit geliebäugelt habe, dass ich das vielleicht doch tun sollte, weil man dann auch diese Schuld erkennt. Da hat mich dann natürlich noch mal versucht, jemand davon abzubringen, würde ich es mal so nennen. Ja. Dich wollte jemand abbringen von dieser Entscheidung für Jesus, oder wie meinst du das? Ja, genau. Also ich würde es mal sagen, die Geister, die ich rief, wie wir vorhin drüber gesprochen haben. Ne? Also es kam dann irgendwann zu einer Begebenheit. Ich war kurz davor, eben, dass ich auch eine Bibel bekomme von meiner Mama und dann. Ja, war es so, als wollte mir einer einen riesen Schreck einjagen. Und im Nachhinein habe ich dann erkannt, das war ein Riesenfehler. Damit hatte dieserjenige sich, der mir da die Angst einjagen wollte, hat sich ins eigene Fleisch geschnitten. Und dadurch habe ich mich nur noch viel mehr daran geklammert und bin dann letztendlich dadurch zu Jesus gekommen. Gut, jetzt hast du natürlich uns neugierig gemacht. Was ist denn da genau passiert oder ist das zu persönlich? Nee, ich kann gerne darüber reden. Also es ist, ich rede jetzt nicht von einem Menschen oder einem Freund oder sowas, sondern es ist wirklich so, dass ich da eine übernatürliche Begebenheit hatte. Und das war so damals. Ich hatte eine Ausbildung in einer Werkstatt, wo Geschirr hergestellt wird. Und das war kurz nach Feierabend. Ich war nur noch mit einer anderen Kollegin da. Wir waren in der Umkleide und die ganze Werkstatt war leer. Und plötzlich hörte ich, sie war ein bisschen abgelegen, noch weiter rein in der Umkleide, und ich hörte, wie jemand direkt vor der Umkleide, vor der geschlossenen Tür vorbeirennt, komplett durch die Werkstatt durch. Und ich habe erst gedacht, oh nein, ist da jetzt ein Einbrecher? Oder, also ich habe natürlich Panik gekriegt, weil ich mit sowas jetzt nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, da ist wirklich jetzt jemand, der die Kasse klaut oder so. Und dann hörte ich jedenfalls, wie dieser jemand da langrennt und plötzlich, als ob er alle Regale mit sich hinterher schmeißt. Also als ob Tonnen von Geschirr zerklirren und man hört richtig das Porzellan, wie wenn man so einen Teller fallen lässt, nur halt hundertfach. Ja. Und ich habe richtig Panik gekriegt. Ich dachte mir, was machen wir denn jetzt? Wir sitzen hier fest in dieser Umkleide. Ich hatte total Angst, rauszugehen aus diesem Raum. Meine Kollegin hatte nichts mitgekriegt. Sie hat nichts gehört und hat auch überhaupt nicht verstanden, warum ich gerade so eine Panik bekommen habe. Ja, und dann sind wir da raus. Sie ist vorgegangen, weil sie ja nichts mitbekommen hatte und hat gedacht, ich spinne so ein bisschen. Und es war nichts. Es war einfach nichts. Und ich war so
aufgelöst danach. Ich habe so, weil ich wusste genau, was hier gerade passiert ist. Ich wusste genau, dass das gerade, dass ich mir das nicht eingebildet habe. Und ich habe kurz danach sofort mich bei meiner Mama gemeldet. Ich habe da geheult, Rotz und Wasser. Ich habe gesagt, Mama, ich habe gerade das Schlimmste erlebt in meinem Leben. Bitte kauf mir eine Bibel. Und ich habe mir sofort eine Bibel geholt und dann, ja, Ja, ging alles sehr, los. sehr eindringlich alles. Ja, da hat nochmal versucht, jemand dir irgendwie Angst einzujagen, also und dich in Panik zu versetzen. Das sieht man. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, vielleicht hat der Teufel schon realisiert, dass er dich verlieren wird und wollte zu dir so noch so eine Art vergiftetes Abschiedsgeschenk geben, sage ich mal in Anführungsstrichen. Meinst du, kann das sein? Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es mir einfach so eine Angst machen sollte, dass ich damit nicht mehr zu tun haben möchte. Dass ich dann sage, okay, das geht mir zu tief. Nee, bleib mir mal weg mit der Bibel und so. So hat es sich für mich angefühlt. Aber ich bin wirklich froh, dass ich dann doch, ja, dass Jesus mich festgehalten hat. Ja, das kann natürlich auch sein, dass das der Grund war, dass dich jemand wiederhaben wollte und dir sozusagen gedroht hat, ja, wenn du nicht zu mir zurückkommst, dann passiert dir ständig sowas, ja, so auf die Art. Genau. Ja, aber Jesus Christus ist eben stärker. Ich will da gerade mal einen Bibelvers lesen aus Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Mächte und Gewalte ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Also öffentlich, also am Kreuz quasi, hat er schon diese ganzen Mächte und Gewalten besiegt. Und deswegen, ja, Luther sagte auch mal, ich bin jetzt nicht Mitglied in der evangelischen Kirche, auch nicht in der katholischen, aber trotzdem, den Spruch fand ich ganz gut von Luther mal. Der hat gesagt, der Teufel ist wie ein böser Hund in Ketten. Er kann viel Alarm machen und bellen und drohen, aber er ist trotzdem ein Hund in Ketten. Ja, ein böser Hund in Ketten. Und deswegen kann er uns nichts tun, weil er ja nicht auf uns zulaufen kann. Aber wir können eben auf den bösen Hund in Ketten zulaufen. Und das machen halt viele im Okkultismus, ohne es zu ahnen. Du ja auch, Lisa, hättest du gedacht damals, dass das ein böser Hund in Ketten ist, dem du dich da eigentlich näherst mit deinen Methoden so? Ja, nee, natürlich nicht. Ne? Wie gesagt, es gibt ja diese Ansichten, dass es eine gute Magie gibt und eine schlechte. Und über sowas denkt man gar nicht drüber nach, dass das alles eigentlich was ist, wo wir die Finger von lassen sollten. Es steht ja auch so in der Bibel, ne? Dass wir uns nicht mit solchen Dingen beschäftigen sollen und wir quasi damit unsere Türen öffnen. Ja, da öffnet man in der Tat Türen, wo man gar nicht so wirklich weiß, was dahinter ist. Deswegen sollte es auch eine Warnung sein, diese Sendung, für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich dafür zu öffnen oder vielleicht auch schon die Tür geöffnet haben. Die gute Nachricht ist, auch wenn man die Tür schon geöffnet hat, solange man lebt, kann man immer noch umkehren. Lisa, du bist umgekehrt. Du hast sozusagen die gute Tür betreten. Jesus Christus sagt auch, er ist die Tür zum Leben und wer durch sie eintritt, wird Leben finden. Jetzt mal so frei übersetzt, habe den Vers nicht genau im Kopf, aber dieses mit der Tür, diese Botschaft würden wir eigentlich auch ganz gerne weitergeben, dass man auf jeden Fall immer wieder umkehren kann im Leben. Und selbst bei solchen, ich würde mal schon sagen, extremen Fällen, ja, hier wie bei Lisa und ihrer Mutter, ist Jesus Christus immer größer. Und man kann sich immer an ihn wenden und wird davon wieder befreit. Da haben wir jetzt schon so viele schöne Zeugnisse ja auch dazu. Deswegen auch das wollte ich einfach nicht unterschlagen, sozusagen, auch auf Jesus hinzuweisen. Ja, und Lisa, wie ging es denn dann weiter? Also diese ganzen Spukphänomene zum Beispiel. Wie ging es denn damit weiter? Also hat das dann irgendwie gleich aufgehört oder erzähl so mal ein bisschen, wie hat sich das denn so entwickelt? Ja, also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Ganz viele Menschen, kann ich nachvollziehen, die Angst haben, dass das niemals endet, dass diese Stimmen, die einen nie in Ruhe lassen, das wird aufhören. Es ist Ruhe danach. Der Herr hat uns befreit, er hat es vollbracht und es mag sein, dass es vielleicht hart wird, wenn man sich bekehrt, dass einem dann, wie gesagt, wie bei mir und bei meiner Mama, dass da einem jemand nochmal einen Schreck einjagen möchte, aber wenn das
getan ist, dann ist die Ruhe kehrt ein. Es, also auf geistiger Ebene, ne, ist diese Ruhe da. Also das heißt, das war wirklich dann weg bei dir, ja? Ja, Halleluja. Bei meiner Mama auch. Und bei deiner Mama auch. Ja, also man sieht wirklich, dass Jesus Christus eben der Stärkere ist und dann hat der Teufel auch keine Anrechte mehr. Man geht da ja immer so eine Art Vertrag ein mit dem Dunkeln. Und wenn man sich dann aber zu Jesus bekehrt, um Vergebung der Schuld bittet, sich lossagt davon, dann ist das null und nichtig. Und dann fängt einfach ein neues Leben an mit Jesus und da hat der Feind auch keine Chance mehr. Nicht, dass er immer noch versucht, ja, also klar, solange wir hier sind, es wird jetzt nicht immer Wolke 7 sein hier, aber dieses grundlegende Problem ist erstmal gelöst, ja. Ja, schön, dass du das auch so bestätigen kannst. Und ja, du hast deinen Sinn früher daran gesehen. Was würdest du jetzt so sehen? Was ist heute dein Sinn? Was ist das, worauf du hinsteuerst? Ja, ich versuche, so gut es geht, mein Leben mit Jesus zu verbringen und soweit es geht, auch anderen Menschen davon zu erzählen. Und ja, das ist Genau. so, genau, nach Gottes Gesetz halt zu leben, ne? Also nicht die Werke, sondern eben die Sünden nicht zu tun. Ja, und die okkulten Sünden, ja, Gott verbietet das nicht umsonst. Er tut das aus Liebe. Man hat ja gesehen, wenn man sich doch auf dieses okkulte Terrain begibt, durch Karten legen, manifestieren. Was war das, diese Meditation mit Erzengel Michael oder was es halt auch sei? Ja, also das Ja, sind. und apropos, wenn ich kurz einsetzen Ja. darf, weil wir ja gerade darüber gesprochen haben, dass die Ruhe dann einkehrt und jetzt wegen dem Kartenlegen, natürlich werden einem auch diese Fähigkeiten genommen. Auch das wird aufhören. Und das ist natürlich auch ein großes Problem, dass die Leute eben ihre Besonderheit verlieren, ne? Dass das eigene Ego muss weichen. Das gibt es nicht mehr. Ja, das kann ich auch so bestätigen. Also ich hatte früher so richtig in dieser Lichtarbeitszeit, so haben mir viele bestätigt, so eine ganz charismatische Ausstrahlung und so, und das ist auch alles weg. Ja, aber Gott sei Dank, ja. Und das wird einem dann wieder genommen. Also die Dinge, die einem der Teufel so schenkt, irgendwelche Talente oder so, die man vielleicht dann hat, ja, so beim Kartenlegen oder so, das wird einem natürlich dann wieder genommen. Aber Gott sei Dank wird es einem genommen, ja. Das ist gut so. Und ja, du verzichtest sicherlich heute auch sehr, sehr gerne auf diese ja, giftigen Talente im Hinblick darauf, dass du ein gerettetes Kind Gottes bist, ne? Jeden Fall. Ja, also ich muss sagen, das war also gerade so auch wieder mit der Bekehrung, wie das alles lief, so über deine Mutter und so. Das hört man jetzt auch nicht so jeden Tag, aber auch wenn es jetzt nicht so spektakulär ist, ja, also ich meine, jeder kann auch ganz einfach zu Jesus Christus kommen. Das Entscheidende ist, dass man einfach diese Kehrtwende macht, dass man umkehrt im Leben, dass man diesen Herrschaftswechsel vollzieht, von der alten Herrschaft der okkulten Mächte hin zu Jesus. Ja, das ist einfach ein Herrschaftswechsel. Bekehrung heißt ja auch, man kehrt um. Da musst du jetzt nicht in irgendeine Kirche eintreten, ja. Ich bin selber zumindest in keiner Amtskirche. Aber der Glaube, der ist das, was den Menschen rettet, an den Messias, an den Erlöser Jesus Christus. Und er ist der einzige Weg. Und ja, man hat es heute ja auch wieder sehr eindrücklich gehört, dass er auch in schlimmen Fällen, wo jetzt wirklich Spukphänomene ohne Ende sind, wo es poltert und wo Dämonie stattfindet und okkulte Erscheinungen und dergleichen, also wo man wirklich sagen kann, das ist schon tiefschwarzer Okkultismus, ja. Auch daraus kann er einen eben befreien. Und Lisa ist heute auch das beste Beispiel dafür. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon durch. Oder hast du noch irgendwie, was möchtest du noch was ergänzen, Lisa? Also ich hätte tatsächlich zwei Sachen noch, die ich vielleicht wichtig fände, noch zu erwähnen. Und das ist zum einen, dass es, also gerade wenn man aus der okkulten Szene kommt, hat man natürlich sehr viel mit diesen besonderen Dingen zu tun. Und man denkt immer, man wäre was Besonderes und so. Und gerade wenn man es dann, wenn es dann dazu kommt, ich bekehre mich jetzt zu Jesus, dass man das im Stillen macht.
mit sich, am besten abends irgendwie, bevor man ins Bett geht, sich einfach hinkniet. Und dass dann man nicht erwartet, dass da irgendwie der Raum sich erhellt oder sonst irgendwas, ja, da muss nichts passieren. Bei mir ist da auch, bis auf dieses Ereignis, ja, in dem Moment, wo ich mich wirklich bekehrt habe, da ist, es kann natürlich, bei manchen Menschen, die erleben was, die, aber es kann auch einfach sein, dass da gerade nichts passiert, dass du nichts irgendwie spürst, außer eben, dass du weißt, deine Sündenlast ist weg. Ja. Und das Zweite, was ich vielleicht noch anmerken wollen würde, wäre, dass ich auch genauso wie meine Mama im Nachhinein gemerkt habe, dass der Herr uns immer wieder in unserem Leben gerufen hat. Also, dass es nicht von ungefähr kam, dass sie dann plötzlich wusste, dass an Jesus was dran ist, sondern dass auch sie immer wieder gesehen hatte, dass er sie gerufen hat. Es gab so ein paar bestimmte Ereignisse, da wusste sie, sie hat zum Beispiel im Urlaub, in diesem spirituellen Urlaub, hat sie was gesehen, so ein Riesengemälde, und sie wusste, da zieht sie irgendwas an, da steckt irgendwas hinter diesem Mann. Und sie konnte es aber nie einordnen, weil ihr das Evangelium eben nie erzählt wurde. Aber das finde ich einfach so interessant, weil es steht ja geschrieben, dass jeder Mensch zwei- oder dreimal gerufen wird, so wie du am Anfang gesagt hast, ne, dass es diese Ausrede nicht gibt, ach, in Europa, da kennt man das Christentum, aber irgendwo in Indien oder so, wie sollen die Leute denn gerettet werden? Nein, es ist wirklich, du wirst gerufen. Genau, ja, bei Hiob lesen wir, dass jeder Mensch zwei bis drei Gelegenheiten im Leben bekommt. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, mindestens, dass Gott so sagt, mindestens. Und er kann Menschen überall erreichen. Ja, hier haben wir es ja auch gesehen, ja. Obwohl deine Mutter ja eigentlich, sie kommt ja auch eher aus so einem christlichen Kulturkreis zumindest, was auch genauso heißt, dass eben nur weil man jetzt aus Deutschland kommt oder Österreich, Schweiz oder überhaupt Italien, dass man deswegen jetzt eher zu Jesus kommt, kann man nämlich auch nicht sagen umgekehrt. Also es ist immer eine Entscheidung nötig, ob man jetzt in Indien lebt oder in Berlin oder sonst wo. Da hilft einem das überhaupt nicht viel weiter, wenn man jetzt vielleicht in einem christlichen Kulturkreis aufgewachsen ist, weil hier, wenn das helfen würde, dann wäre ja halb Deutschland bekehrt, ja. Und Genau. ist ja auch nicht der Fall. Ist ja auch nicht der Fall. Komisch, ne? Also kann diese Argumentation auch so nicht stimmen. Ja, und Gott erreicht die Menschen eben auf seine Weise. Er ist der allmächtige Gott. Ich meine, er ist allmächtig. Er ist der Höchste. Und natürlich kann er Menschen erreichen, wo, wann, wie er möchte. Genau. Ja, das waren noch zwei gute Ergänzungen. Dann bedanke ich mich sehr, Lisa, für das schöne Zeugnis. Und ja, grüß gerne auch deine Mutter, Gottes Segen natürlich auch für sie. Das freut mich sehr, dass das alles so von Gott so schön geführt wurde. Und ja, dann nochmal schönen Dank natürlich auch an alle anderen, die heute zugehört haben. Wenn es Fragen gibt, vielleicht noch an Lisa im Kommentarbereich, kann man ja da auch noch die Fragen stellen. Und ja, ansonsten war es das für heute mit der heutigen Folge. Wer auch gerne mal mitmachen möchte, kann sich gerne bei mir melden. Das sind immer ganz gute Gelegenheiten, Zeugnis zu geben und es hilft auch anderen eben. In dem Sinne, Gottes Segen nochmal für alle. Macht's gut, ciao.